Den berühmtesten Musiker der Antike, Orpheus, konnte selbst das Totenreich Hades nicht schrecken. Tanzdirektor Johannes Wieland inszeniert den Mythos von Orpheus in der wohl mit aufwendigsten Produktion seiner siebenjährigen Amtszeit am Staatstheater Kassel neu. Bewegt und bewegend. Über rund 2 Stunden erstreckt sich die Erzählung in 2 Akten von Edward Bond zu der Komposition von Hans-Werner Henze. Es ist eine der berühmtesten Romanzen des europäischen Abendlandes, zwischen der Dryade Eurydike und Orpheus, dessen Leier Macht über Mensch, Tier und die Elemente hat. Als die Geliebte stirbt, folgt ihr der Gemahl, den magischen Klängen seines Instrumentes folgend, in den Hades, um sie zurückzuholen. Es sind große Bilder, die Johannes Wieland passend dazu mit Hilfe von Stephanie Burger auf die Bühne bringt. Etwa die riesigen Teile einer Apollo-Statue, zwischen denen das 15-köpfige Ensemble die gesamte Bewegungssprache zeigt. Johannes Wieland schafft in seiner Choreografie wieder sehr große Bilder. Es wirken mehr als 40 Statisten mit und meistens passiert auf der Bühne so viel, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich hinschauen soll. Von turbulenten Massenszenen bis hin zu einfühlsamen Duetten zeigen die Tänzer um den furiosen Titelhelden Rémy Bénard ihr Können. Und anders als im Original gibt es bei Henze und Bond ein glückliches Ende, finden Eurydike und die Toten doch einen Weg aus der Unterwelt.